Moin, mein Name ist Marc und das ist Dad's Barbecue und heute gibt es Zitronen-Pfeffer-Chicken-Wings oder Lemon-Pepper-Wings, wie man es auch immer nennen möchte. Das sind schon fast alle Zutaten und wenn ihr sehen wollt, wie schnell das zubereitet wird, dann bleibt dran. So wie ich gesagt habe, sind schon fast alle Zutaten. Wir haben noch Zitrone, Pfeffer und Chicken-Wings, wir haben noch Knoblauch, wir haben noch Öl und Salz. Das war's. Mehr Zutaten braucht es nicht für leckere Chicken-Wings. Und als erstes sollten wir natürlich die Chicken-Wings marinieren. Die sollten eine halbe Stunde oder ein paar Stunden sogar marinieren. Deswegen erstmal jetzt marinieren und die Marinade, die machen wir jetzt mal schnell fertig. So, zunächst natürlich erstmal die namensgebenden Zutaten. Das sind die Zitronen, die wir brauchen. Da kommt der Saft von zwei Zitronen hinzu. Im nächsten Schritt werden wir den Pfeffer mahlen. Da kommt noch ein bisschen Salz hinzu. Olivenöl und geriebener oder gehackter Knoblauch, wie ihr es gerne möchtet. Dann müsst ihr ihn aber fein hacken. Deswegen, ich reibe ihn lieber, da gehe ich auf Nummer sicher mit. Dann einmal alles vermengen. Und dann kommt die Marinade zu den gewaschenen und trocken getupften Flügeln. Und wird jetzt schön untergehoben, sodass überall Pfeffer und Zitrone hinkommt. Das waren die Vorarbeiten. Mariniert ist es. Jetzt kommt es in den Kühlschrank. Das ist ein bisschen wärmer als jetzt hier draußen. Da lasse ich es eine halbe Stunde drinnen mindestens. Ich denke mal eher, es wird heute später ein, zwei Stunden wird es drinnen bleiben. Ich werde es so ja, jede halbe Stunde mal nochmal durchrühren, damit die Marinade jetzt unten ist, auch wirklich überall ist. Ich hätte es auch einvakuumieren können, dann wäre es jetzt besser verteilt. Aber so rühre ich es halt ein bisschen durch, damit es auch wirklich gut mariniert wird. Dann sehen wir uns dann wieder, wenn es an den Grill geht. Bis gleich. So, die Marinierzeit ist um. Ich habe schon ein paar Mal umgerührt zwischendurch. Ihr seht, das Hähnchen ist jetzt wesentlich besser eingelegt. Überall ist so ein bisschen Pfeffer dran, ein bisschen Knoblauch dran. Und natürlich, man sieht es an der Färbung, überall Zitrone eingezogen. Der Grill ist vorgeheizt. Wir gehen mal in den Grill. So, gegrillt wird direkt. Also drauf damit. Und ihr hört, es zischt, es ist heiß. So, und die restliche Marinade, die schmeißen wir jetzt natürlich nicht weg. Die gehen wir immer so ein bisschen vorsichtig nochmal drüber. Auch nach dem ersten Wenden werden wir noch mal was drüber geben. Es ist kalt, es ist windig, also Decke runter, damit wir schön garen können. Wir wollen es mit einer Kerntemperatur von 74 bis 80 Grad bei Flügel ungefähr. Dafür drehen wir jetzt so ein paar Mal, immer so ungefähr 3-4 Minuten von einer Seite, dann drehen, damit sie Röst auch rumkriegen, aber nicht verbrennen. Wer das ganz anders zubereiten will, kann auch eine Konsistenzform nehmen, ein Gitter drauf, legt sie da drauf und dann ungefähr 40 Minuten, 20 Minuten von jeder Seite einmal drehen, dann werden sie auch lecker und haben auch eine schöne Kruste. So, das war's schon. Fertig sind sie. Und rauf auf den Teller. So, fertig sind meine Zitronen-Pfeffer-Chicken-Wings. Ich habe noch ein bisschen Zitrone dazu. Noch ein bisschen frischen Geschmack dazu. Ein bisschen drüber träufeln, nicht zu viel. Und dann ist Zeit zum Probieren. Ich nehme mal einfach eins, reiße es auseinander. Es wird noch schön saftig, das Ganze. Und ich? Ich kann es jetzt mal probieren. Lecker.
wirklich, wirklich lecker. Zitrone gibt die ganze ein bisschen Frische. Der Pfeffer gibt so ein bisschen Schärfe dazu. Total einfach, ihr habt es gesehen. 6 Zutaten im Prinzip. Marinieren das Ganze, ziehen lassen, kurz auf den Grill. Fertig ist das Ganze. Dazu habe ich mir einen Avocado-Tomatensalat gemacht. Ist auch nochmal so eine schöne Frische. Da ist ein bisschen Agavendicksirup drin. Mega lecker, mega einfach. Macht es nach, probiert es aus. Mir schmeckt richtig gut. So, das war's. Es ist schweinekalt, ich gehe rein, ich will essen. Bevor die auch schweinekalt sind. Für euch heißt es wieder eine Woche warten. Bis dahin könnt ihr brasilianische Chicken Wings sehen. Ein weiteres Video. Hier oben habt ihr die Möglichkeit, ein kostenloses Abo abzuschließen. Unten die Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte, natürlich auch das wieder bei mir im Blog. Ja, und das war's. Ihr wart bei Dad's Barbecue, Setz Barbecue. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.